Was für ein spannender Film. Halte mal meine Chips. Und mit Snacks ist der Film zweimal so interessant. Aber in diesem Kino ist es verboten, eigenes Essen mitzubringen. Deswegen müssen wir uns etwas einfallen lassen. Das ist Justin. Der Sicherheitsmann, der den Saal vor Chips, Burgern und Soda schützt. Es ist eine einfache Regel. Kein Essen im Kino. Hier kommt der erste Besucher. Justin nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Alle müssen durchsucht werden. Sogar dieser große Kerl hier. Nicht groß genug? Benutze einen Stuhl. Es riecht nach Lollis und Popcorn. Das ist verdächtig. Aber dieser Zuschauer ist sauber. Kein Essen gefunden. Er darf durch. Dieses Kino ist sehr seriös, wenn Justin arbeitet. Ja, die Sicherheit hier ist sehr strikt. Polly schaut nie Filme mit leerem Magen. Sie muss zumindest ein Sandwich mitbringen. Und es ist scheinbar auch sehr lecker. Sie hat den Käse an das Ticket geklebt und das Brot in die Tasche ihres Sweatshirts gepackt. Hoffentlich hält dieser komische Sicherheitsmann das Ticket nicht lange. Sonst wird er noch Käse riechen. Polly hatte dieses Mal Glück. Sie darf durch. Und sobald sie im Kino ist, kann sie das Stück Brot aus ihrer Tasche nehmen und ein Käsesandwich machen. Hey, woher hat sie das Essen? Sei doch nicht eifersüchtig. Was hält dich davon ab, kreativ zu sein? Erika kennt den Lebensmittel- und Ticket-Trick auch. Sie hätte ihre geheime Operation aber besser durchdenken sollen. Justin hat dieses Ticket nicht mit seinen Händen angefasst. Aber er kann es auch nicht einfach abreißen. Die Süßigkeitenpackung stört ihn. Wer gewinnt diesen Lebensmittelkampf? Jemand wird gewinnen. Aber die Verpackung entkommt dem Sicherheitsmann nicht. Die Süßigkeiten landen auf dem Boden. Ah Mann, das sind Erikas Lieblingssüßigkeiten. Justin ist sehr streng. Sammel deine Süßigkeiten ein und hau ab. Was für ein lustiger Gast, der heute Abend ins Kino gekommen ist. Aber das passt nicht zur Filmpremiere. Diese Person hat so ein komisches Muster auf seinen Sombrero, nicht wahr? Natürlich, das sind Pizzastücke. Und anstatt Dekorationen auf seinem Hut trägt er leckere Nachos. Das Einzige, was fehlt, ist Käse. Was für ein schlauer Kerl. Er hat eine Show eingelegt, nur um Essen ins Kino zu bekommen. Und Justin hat seine Kontrolle weggelassen. Er hat ihn nicht durchsucht, er hat nach einem Selfie gefragt. Ja, der Film ist vorbei. Justin hat sogar diese Gitarre als Geschenk bekommen. Das ist so süß. Scheinbar hat dieser Kerl ein ganzes Buffet im Kinosaal veranstaltet. Polly braucht den perfekten Plan, um Essen ins Kino zu schmuggeln. Wenn es um ihre liebsten scharfen Flügel geht, tut sie alles. Wie wäre es, wenn man zu einer Schwangeren wird, wenigstens für eine gewisse Zeit? Die Flügel können für jetzt unter dem Sweatshirt bleiben. Alles scheint gut zu laufen. Justin durchsucht die Schwangere nicht gründlich. Er ist ein echter Gentleman. Du darfst durch. Und im Kino herrscht Frieden. Das glückliche Publikum genießt den interessanten Film und die leckeren Snacks. Wow. Es gibt genug Pizza auf dem Sombrero für jedermann. Hier kommt Polly mit ihrer falschen Schwangerschaft. Diese Flügel sind lecker. Sie ist so nett. Sie teilt ihr Essen immer mit den anderen. Dieser bekannte Modedesigner hat einen total verrückten Lifehack. Er tut so, als ob dieser Burgerberg ein kleiner süßer Hund ist. Sehr kreativ und frech. Es gibt da nur ein Problem. Justin lässt keine Hunde ins Kino. Aber vielleicht doch eine kleine Ausnahme? Er ist sehr höflich. Dieser Hund bellt und beißt nicht. Er ist zuckersüß. Dieser Burgerhund hat Justins Herz erobert. Wer ist mein kleiner Süßer? Und wer riecht nach Fleischklößen? Ja, er mag Tiere. Aber er mag es nicht, veräppelt zu werden. So viel zu deinem Plan. Fang! Raus!
Polly trägt heute richtig einzigartige Ohrringe. Sie liebt Schmuck, vor allem wenn er eine Bedeutung hat. Justin hat ihr Accessoire bemerkt. Aber er sieht den Haken daran nicht. Ein Mädchen mit so einem charmanten Lächeln würde ihn nicht austricksen. Polly hat ein paar Komplimente für diese Situation im Ärmel. Jeder liebt nette Worte. Sogar sehr strenge Sicherheitsmänner. Polly hat ihn scheinbar sehr gut ausgetrickst. Sie darf rein und den Film genießen. Justin entspannt sich allerdings nicht mit dem Rest der Gäste. Alle müssen nach dem Essen durchsucht werden. Es gibt viel Arbeit zu erledigen. Hier kommt Erica. Sie hört nicht damit auf, Justin auszutricksen. Sie hat auch ein sehr kreatives Schmuckstück. Aber dieses Amulett ist nicht echt, das sieht man sofort. Diesen Trick hat Justin in Sekunden durchschaut. Das ist ein Softdrink. Die arme Erica muss wieder nach Hause gehen, ohne den Film gesehen zu haben. Und im Kino feiert Polly ihren Sieg. Ein Softdrink schmeckt doppelt so gut, wenn man ihn an dem Sicherheitsmann vorbeigeschmuggelt hat. Schade, dass die anderen nicht so schlau waren. Es kommen so viele unterschiedliche Menschen in Filmpremieren. Ist dieser Kung-Fu-Meister auch hergekommen, um sich diese Komödie anzuschauen? Darf ich bitte Ihr Ticket sehen? Man sollte sich mit diesem Kerl besser nicht anlegen. Schnell wie ein Pfeil, ruhig wie ein Reh. Er darf rein. Aber irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Wie kann es sein, dass Justin die Süßigkeiten-Katana und das Karamellbrot nicht bemerkt hat? Er hat wahrscheinlich etwas Angst gehabt. Wer ist dieser komische Mann? Sein Bart sieht etwas knusprig aus. Riecht nach Pommes. Ja, das stimmt. Ein weiteres Lebensmittelwunder von Erica. Das ist inakzeptabel. Man kann nicht mit Essen ins Kino gehen. Wie wäre es mit einem Tanz? Klar, aber nach dem Tanz geht es sofort nach Hause. Polly wartet auf ihren Freund. Er hat versprochen, zur Premiere zu kommen. Er wird wahrscheinlich bald hier sein. Was macht Justin? Will er Polly mit seinen Fähigkeiten erobern? Und falls sie an Sport kein Interesse hat, kann er ihr eine schöne Ballade singen. Ein Stegreifkonzert. Das war unerwartet. Aber es ist so schön, dass Charlie endlich hier ist. Und als Entschuldigung für seine Verspätung hat er auch noch schöne Blumen mitgebracht. Justins Herz ist gebrochen. Das ist so enttäuschend. Aber er kann auch seine Rache bekommen. Lass Polly gehen. Aber du kannst nicht rein. Wo ist dein Ticket? Scheinbar wird Charlie hierbleiben müssen, weil Polly sein Ticket hat. Justin hat diesen Wettkampf gewonnen. Aber Charlie wird das nicht vergessen. Polly macht sich scheinbar gar keine Sorgen um ihren Freund. So ist es besser für sie. Jetzt hat sie zwei ganze Sitzplätze. Sie hat es so bequem. Und diese Blumen werden jetzt auch gegessen. Ein Burger. Nur, dass man kein Abendessen für eine Person haben kann. Hier gibt es eine Menge hungriger Zuschauer. Der Blumenstrauß wird innerhalb von Sekunden in Schnipsel zerrissen. Ah, Mann. Nächstes Mal solltest du schneller essen. In diesem Kino haben wir nicht viele reiche Gäste. Solche Gäste sollte man mit Respekt behandeln. Ein Geldschein und alles ist klar. Kein Verdacht, kein Durchsuchen. Justin bekommt heute ein großzügiges Trinkgeld. Das ist ein Monatsgehalt. Er hat Glück. Erica hat auch etwas, um Justin zu überraschen. Diese Goldmünzen werden ihm wahrscheinlich gefallen. Das haben sie. Der Glanz des Goldes hat ihn abgelenkt. Das wird den Test nicht bestehen. Was? Schokolade? Wie konnte sie das wagen? Ich muss diese Kriminelle sofort aufhalten. Erica hat es endlich geschafft, ins Kino zu kommen. Wow. Sie hat Justin endlich reingelegt. Es wird Zeit, mit den Schokoladenmünzen zu feiern. Und die reiche Dame im Publikum hat ihre eigenen Süßigkeiten. Ja, hinter dem Geldstapel ist ein leckerer Schokoriegel versteckt. Justin ist schon am Tatort. Alle raus aus dem Raum. Das ist keine Übung. Wie könnt ihr es wagen, die Kinoregeln zu brechen? Aber das Publikum hört nicht auf ihn. Es bringt einfach alles nichts.
Egal, wie viele Sicherheitsleute sich am Kinoeingang befinden, es gibt immer Leute, die die strengsten Regeln brechen. Hat dir dieses Video gefallen? Welche Idee war deiner Meinung nach die interessanteste? Sag es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit du keine neuen Lebensmittel-Sketche mehr auf Troom Troom Wow verpasst.